Mein Name ist Sibylle Sachs und ich bin seit Mai Präsidentin des SRK Kanton Zürich. Das ist eine Aufgabe, die mich sehr freut, aber auch mit viel Ehrfurcht erfüllt, weil die Organisation ja sehr, sehr glaubwürdig ist und sich immer für die Verletzlichsten der Menschen einsetzt. Das, die Aufgabe wahrzunehmen, ist für mich überhaupt nur möglich, dank den vielen kompetenten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden und den vielen tollen Freiwilligen, die wir haben. Mein Highlight war eindeutig, die vielen Leute kennenzulernen in den einzelnen Bereichen. Ich bin sehr, sehr herzlich empfangen worden. Ich bin eingeführt worden in die verschiedenen Bereiche und konnte sehen, wie die Leute motiviert und engagiert sind, wie sie mitdenken, wie sie auch immer wieder neue Lösungen suchen und vor allem, wie sie sich sehr, sehr stark für die Menschen engagieren. Und das ist sehr beeindruckend und nicht ganz selbstverständlich, wenn man es mit anderen Unternehmungen und Organisationen vergleicht. Das ist eine gute Frage. Ich habe schon mal als ganz junge Frau habe ich mir vorgestellt, dass ich mich für das Rote Kreuz gerne engagieren, weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als sich für Menschen einsetzen. Und wenn es dann noch Menschen sind, die wirklich viel Hilfe brauchen, ist es eine ganz schöne Aufgabe. Also das Ziel ist sicherlich einerseits, dass ich mithelfe, die Organisation noch flexibler oder wie man heute auch sagt, agiler zu gestalten. Das ist ein Punkt. Das Zweite, Nachhaltigkeit ist ein Thema, das ich mitbringe von meiner anderen Tätigkeit aus der Forschung. Und ich denke mir, dass das SRK selbstverständlich sehr, sehr grosse Expertise hat im Bereich soziale Nachhaltigkeit. Dass aber gerade auch im ökologischen Bereich jetzt Themen aufkommen, die für uns auch sehr wichtig sind. Und da die Organisation dabei zu unterstützen, finde ich ebenfalls eine sehr schöne Aufgabe. Ich würde dem Roten Kreuz wünschen, dass es seine Faszination für die Menschen behalten kann, dass es wirklich immer um das Menschsein per se geht und dass man offen ist, ganz gleich, welche Art von Menschen wir uns darum bemühen und von dem her gesehen natürlich auch der Vielfältigkeit des Menschseins Rechnung tragen tut.